Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Vlog. Heute begleitet ihr mich zum Tierarzt mit Chestnut. Und zwar muss er heute zum HD-Röntgen. Leider, also ich möchte das ja eigentlich nicht, aber das muss man leider machen, bla bla. Ja, und dann werden wir mal sehen, was der Tag so bringt. So, Chestnut, wir sind jetzt beim Tierarzt angekommen. Wir gehen jetzt mal raus und dann mal gucken. Und dann frage ich mal nach, ob ich das filmen darf. Und dann gucken wir mal, was so gemacht wird, oder? Was sagst du dazu? Willst du nicht? Der will nicht. So, der kleine Natz hat jetzt seine Spritzen bekommen. Und jetzt sollte er gleich irgendwann so ein bisschen schläfrig werden. Mal gucken. Chestnut, alles gut. So, Chestnut ist jetzt beim Röntgen. Wie ihr gesehen habt, ist er eingeschlafen. Es war ein richtig ekliges Gefühl, muss ich sagen. Also man stellt sich das gar nicht so vor. Man denkt so, ja, dein Hund schläft zu Hause, da fasst du ihn ja auch an, aber das ist ein ganz anderes Gefühl. Ob ich das nochmal machen würde, kann ich noch nicht mal wirklich sagen. Also ich glaube nicht, das ist echt ekelhaft. Mir fehlen echt die Worte. Man denkt so, man muss so als Nicht-Tierarzt guckt man so nach und guckt überhaupt, ob der noch atmet oder was weiß ich, weil die Augen ja auch noch ein bisschen offen sind und die Zunge so ein bisschen raushängt. Man guckt halt, ob er noch atmet und alles und oh, ne, kann man gar nicht beschreiben, das Gefühl. Ist echt ekelhaft. Also wir sehen uns gleich zu Hause und dann dürfen wir ihn nachher, wenn er fertig ist, endlich wieder abholen, wenn er aufgewacht ist. Bis nachher. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen, ohne Chestnut. Und muss echt sagen, also das mit der Narkose war schon echt heftig. Also muss man echt sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir ihn nachher abholen können. Mal gucken, wie er sich dann fühlt. Der kann dann heute auf jeden Fall zu Hause ziemlich hart chillen und sich ausruhen, weil ja, kann man ja nicht viel machen nach einer Narkose. Ja, und dann sehen wir uns nachher. Mal gucken, wie er so drauf sein wird. Kimba, wo ist Chestnut? Wo ist dein Bruder? Ist er nicht da? Was machen wir jetzt? Hallo Leute, hier bin ich wieder. Und zwar ist jetzt die Zeit gekommen, wir dürfen den kleinen Nazi wieder abholen. Und ja. Die Zeit jetzt ohne ihn war schon echt kacke, muss man echt sagen. Obwohl er ja sozusagen nichts machen musste außer ein HD-Röntgen. Also für die Leute, die schon mal ihren Hund allein lassen müssen, die eine Not-OP hatten oder sowas, wo man, ja, wo es schon ein bisschen kritischer ist. Also, aber ich weiß gar nicht, wie man das aushalten sollte. Also echt. Kimba, wir holen den Nazi wieder ab, den Bruder. Was sagst du, Was ist los? Sollen wir den abholen? Ja? Soll ich den abholen? Soll ich den wiederbringen? Ja, ne?
Ja, ja. Du hast deinen Bruder lieb, oder? Hast du deinen Bruder lieb? Ja, ich weiß. Ja. Geh mal ins andere Körbchen. So ist fein. Wir holen jetzt deinen Bruder ab, ja? Bis gleich. Ich bin jetzt beim Tierarzt angekommen und werde jetzt mal den Nutz abholen. Ich habe ihn jetzt abgeholt. Chestnut, was sagst du? Hm? Chestnut, Chestnut, komm mal her. Hier. Wie geht's dir, hm? Nicht so gut, ne? Ja, fahren wir nach Hause. Los geht's. Wir sind endlich wieder zu Hause angekommen. Chestnut ist endlich wieder in seiner Familie und muss sich erstmal über Kimber freuen. Der ist noch so wackelig auf dem Bein. Der kann doch gar nichts, der ist gerade umgefallen. Chestnut, hey, mach mal ruhig, du fällst gleich selber um. Hm? Kimber, Chestnut, komm mal her. Hm? Alles gut? Hm? Komm mal her. Sag mal tschüss. Hm? Kimber, Chestnut, sag mal tschüss. Ja, du... Ist noch nicht wach, hm?